Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Elias Leppe hier online, digital neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Elias. Grüß dich, Silke. Wir haben ja letztes Jahr schon einige Videos gemacht. Ich werde die auch im Laufe des Videos verlinken. Dein YouTube-Kanal heißt Gesundheit schafft Freiheit. Man findet dich auch auf Telegram, auch auf Instagram mit Ricardo, Gebrüder Leppe. Macht ihr auch immer solche eure Sonntagstalks, die finde ich immer besonders gut, mit wichtigen Themen, so auch immer am Puls der Zeit. Und heute habe ich, oder du hattest den Vorschlag gebracht, wir hatten überlegt, über was können wir sprechen. Es gibt ja viele interessante Themen und heute wollen wir darüber sprechen, ob wir Wildkräuter waschen müssen. Ich habe ja auch auf meinem Kanal, gibt es ja schon, ja, es gibt schon seit Jahren immer regelmäßig Videos von Wildkräutern auf meinem Kanal und ich zeige so, wie man sie erkennen kann. Und da kommen natürlich auch mal Fragen, ja, wäschst du die denn? Also viele trauen sich wirklich nicht, Wildpflanzen zu essen, weil sie Angst haben, da könnte irgendwas drauf sein und fragen dann, ja, wie kann man denn die waschen? Muss man die waschen? Wie behandelst du deine Wildkräuter, dass du die auch essen kannst? Und da habe ich ja jetzt auch den Experten neben mir sitzen. Du bist ja eigentlich auch schon mit Wild oder mit Rohkost ja aufgewachsen, hat mir ein Video gemacht und ja, eigentlich von Anfang an schon hast du Wildgrün in dein Leben integriert, ja? Man muss dazu sagen, du lebst ja in Österreich, auch ein bisschen, sage ich mal, in einer natürlichen Umgebung. Du lebst jetzt auch nicht direkt in einer Großstadt, ne? Nee, ich lebe komplett im Wald auf dem Berg. Genau, und du bist eigentlich auch schon von Anfang an so aufgewachsen und hast immer in dieser Umgebung gesammelt. Genau, dann gebe ich das jetzt mal an dich ab. Muss man Wildkräuter waschen? Wäschst du Wildkräuter? Was ist deine Meinung zu dieser Thematik? Vorher würde ich noch gerne das Wort Experte wieder streichen, weil Experte ist speziell in Österreich sehr, sehr verrufen. Okay. Als was würdest du dich bezeichnen? Als Freund der Natur. Oh, das gefällt mir auch besser. Gut, Freund der Natur, leg los. Ich habe meine Wildkräuter noch nie gewaschen. Ich sage mal, wenn wir mit dieser Vorsicht, wie wir bei den Wildkräutern hingehen, auch in den Supermarkt gehen würden, dann wäre das super. Aber gerade in der Natur, wenn man im Wald pflückt, sage ich, es gibt eigentlich keinen Ort, wo man so saubere Lebensmittel noch bekommt wie im Wald. Und der Wald beschützt seine Lebewesen, seine Familie, sage ich jetzt mal. Der Wald ist für mich eine Familie, wo auch die Bodenpflanzen mit den Bäumen und mit den Erdbewohnern und mit den Pilzmyzelen alle miteinander arbeiten und die beschützen sich gegenseitig. Schaut, dass eben die ganzen Strahlungen nicht hineinkommen, schaut, dass die ganzen Chemtrails nicht hineinkommen. Und da sind wir eigentlich schon beim Punkt Nummer eins oder dem Hauptangst, die die Leute haben, ist, es kommt dir so viel Schmutz von oben. Und das stimmt auch. Es wird sehr, sehr viel Schmutz von oben herunter rieseln gelassen. Und das ist das Einzige, wo ich sagen kann, wir können uns nicht wirklich dagegen schützen. Also ich kann jetzt nicht 500 Regenschirme über den Wildpflanzen in den Parks oder sonst irgendwo aufspannen. Und ich sage, verändern wir das oder kümmern wir uns um das, wo wir auch wirklich etwas bewirken können. Und ich wasche die Wildkräuter deswegen nicht, weil ich sage, da sind so viele wertvolle Stoffe drauf, die ich damit wegwaschen würde. Und somit würde ich das eine, was negativ ist, was von oben kommt, zwar weghaben, aber so viele positive zusätzliche Dinge auch. Sprich, Pollen. Pollen, egal ob jetzt die Kiefernpollen, Birkenpollen von Blumen und Co., die jetzt in den letzten Monaten so stark geschwirrt sind, wo dann die Pflanzen komplett gelb waren, die möchte ich alle mitkonsumieren. Denn Pollen haben über 200 Nährstoffe und das sind die Errungenschaften oder die Kenntnisse unserer jetzigen Wissenschaft, von der ich, wie du ja weißt, nicht besonders viel halte. Also wenn selbst die 200 Stoffe drin gefunden haben, dann sind es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Sämtliche Aminosäuren, natürliche Hormone, Vitamine, Mineralien, alles ist dort oben, B12 natürlich auch, wo ja viele auch immer Angst haben, woher bekomme ich das? Ich sage, wenn du deine Wildkräuter immer wäschst, dann hast du hier auch wiederum eine wichtige B12-Quelle weniger, als wenn du dich pflanzlich ernährst. Dann hat man immer ein bisschen Erde oben. Auch das ist super gut, um den Darm durchzureinigen, so als kleiner Besen zwischendurch. Und alles, was da oben ist, möchte ich einfach mitkonsumieren. Und wenn ich der Natur, dem Wald, den Kräutern nicht vertraue, wem vertraut man dann? Und es hat mich ziemlich schockiert, dass sogar manche anfangen, das mit Natron und mit Essig und mit allem Möglichen zu waschen, sage ich. Dann ist es kein Wildkraut mehr.
dann versuche ich ja wieder etwas, was die Natur uns schenkt, irgendwie künstlich zu verändern und vielleicht speziell durch den Essig, also wenn man es ja mit Essig wäscht, dann zieht man ja wieder viele Nährstoffe auch runter. Und somit wasche ich nie Kräuter, im Gegensatz, wenn da ein bisschen Erde oben ist, freue ich mich sogar drüber, die nehme ich immer gleich mit. Ja, das Beste ist ja auch wirklich in der Natur direkt zu essen. Ne? Ja, genau. In der Natur genau. Wächst, so frisch wie möglich. So, das sind ja eigentlich nur die Sprossen, die man sich zu Hause ziehen kann, weil man ja auch den Erntezeitpunkt bestimmt. Und so ähnlich ist es mit den Wildpflanzen, wenn wir die draußen sammeln. Genau. So frisch wie möglich noch. Diese Vitalität, diese Energie ist dann eben noch genau drin. Ne? Ich habe auch jetzt die letzten Tage ein bisschen im Garten auch aufgeräumt. Also aufgeräumt. Ich habe ein bisschen Löwenzahn ausgerissen, weil er einfach schon zu sehr zugewuchert hat, alles andere. Aber ich habe ihn nicht einfach auf den Komposthaufen geworfen, sondern ich habe ihn so gepflückt, dass wenn du bei einem Löwenzahn unten bei der Wurzel andeutest, dass du ihn rausziehst, dann ganz, ganz sanft rausziehst, dann reißt du die Wurzel nicht ab, weil wenn du einmal ruckartig anziehst, dann ist er sofort von der Wurzel abgerissen. Wenn du das so ganz langsam mit Gefühl rausziehst, dann kriegst du die Wurzel normal für immer mit. Okay. Und dann habe ich die Wurzel, halt direkt die Löwenzahnwurzel mit der Erde und Co. gegessen. Ist ja auch sehr heilsam, die Wurzel. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Wirkungen und Rezepte. Ich esse eigentlich eher, muss ich sagen, selten die Wurzeln mit. Ne? Aber gut, bei dir war es ja, du sagst, du hast das ein bisschen ausgedünnt, damit es nicht alles überwuchert. Da liegt es ja dann noch an. Ich pflück wirklich meistens die Wildpflanzen so, dass ich die Pflanze also so instand halte, dass sie auch weiter wachsen kann. Ne? Man sagt ja, 60% der Blätter braucht eine Pflanze, um Chlorophyll zu betreiben, um am Leben zu bleiben. Deswegen habe ich auch in den Videos, das machst du sicherlich auch, nur achtsam pflücken, nur den oberen Teil der Pflanze, auch bei der Brennnessel. Und wenn ich mal zum Beispiel entsaften will, dann braucht man ja immer eine größere Menge, dann pflücke ich von großen Pflanzen, sodass die von unten dann wieder... Ja, also bei Brennnessel mache ich es genauso, einfach immer oben pflücken. Ich mache es ja nicht nur bei den Wildpflanzen, sondern ich mache es auch bei allen anderen so, also bei den Salaten, tue ich immer nur die äußeren, dann kann das von innen nach außen wieder nachwachsen. Und genauso auch bei den Winterhecken oder Jungzwiebeln nehme ich immer nur das Grün oben. Ich habe noch nie eine Zwiebel rausgerissen und deswegen, du säst einmal und erntest dein restliches Leben, die überleben auch den Winter und Jahr für Jahr sahmen natürlich ein paar wieder aus. Dann stehen wieder neue Pflanzen, es verursprünglicht sich und so braucht man eigentlich sich auch nicht mehr viel kümmern. Also wenn man das einmal angesetzt hat, braucht man nur noch so ein bisschen lenken, so wie man es gerne hat und dann ist da gar nicht mehr viel Arbeit dabei. Und vor allem im Löwenzahn wollte ich einfach sagen, ich wollte ihn einfach nicht ausreißen und dann einfach auf den Kompost werfen. Also ich habe die Wurzeln verwendet, ich habe die Blätter verwendet, also ich habe die dann alle getrocknet und ich pulverisiere mir die für den Winter und somit war es einfach verwertet und man muss keine Pflanze wegwerfen. Der Wolf-Dieter Stohr, der hat ja so viele Bücher, den wirst du wahrscheinlich kennen, der hat dann auch immer beschrieben, wie heilsam auch Wurzeln sein können, für was die verwendet werden können. Ich glaube, Löwenzahnwurzel kann man sogar rösten. Also ich glaube, das kann man auch geröstet verwenden. Natürlich. Also Löwenzahnwurzel kann man wie eine Karotte verwenden. Du kannst in jedes Gemüse, in Suppen und überall hineintun. Ich habe es halt am liebsten roh, weil dann einfach die stärkste Wirkung da ist. Als du jetzt am Anfang die Verunreinigung angesprochen hast, ob das jetzt von oben die Schwermetalle sind oder Pollen, was würdest du den Menschen sagen, die sagen, wegen Ausscheidungen von Tieren? Sag ich mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man genau dieses Blatt erwischt, wo gerade ein Hund oder irgendein anderes Tier drauf gepinkelt hat. Und selbst wenn, ich glaube, der Körper ist so stark, dass er damit umgehen kann. Ich sage es jetzt mal ein bisschen direkt, dann ist das Dressing gleich mit dabei. Also ich kann sagen, wir haben ja selber einen Hund. Wenn wir zum Beispiel mit ihm irgendwo am Weg lang gehen, dann macht er dann immer am Weg, pinkelt er eher hin oder an den Baum. Also genau, man braucht ja nur einen halben Meter reingehen. Um Bäume und Sträuche herum eher nicht sammeln. Und ja, also die pinkeln schon immer meistens irgendwo an irgendwas ran, so auf einer freien Wiese oder auf einer großen Wiese. Dass man da wirklich ein Blatt oder eine Pflanze erwischt, die dann wirklich was abbekommen hat, ist eher unwahrscheinlich. Und ich meine, bei diesen größeren Ausscheidungen, ich meine, ich habe auch mal gesagt, schaut euch die Wildpflanzen an, dass sie unversehrt sind, dass sie nicht verschmutzt sind. Ne? Und ich rate dann auch manchen, wenn sie wirklich da ganz, ja, wenn sie da sich davor ekeln, dann können sie auch Baumblätter verwenden. Aber da muss man auch wieder wegen Vogelkot schauen. Aber dann hat man zumindest... Aber den sieht man wenigstens. Ja, den sieht man, genau. Wenn du ein weißes Blatt hast plötzlich, dann siehst du es. Wenn es dann weiß ist. Aber ich hatte auch schon jetzt den Fall,
Als ich Bärlauch gesammelt habe oder Girsch, wenn die unter dem Baum stehen, da muss man wirklich genau gucken, dass da keine weißen Spritzer überall sind. Also es ist bei den Wildpflanzen wirklich auch angesagt, achtsam zu sammeln, achtsam und mit Bedacht. Und es ist ja auch wie eine Meditation. Ja, für mich ist es auch immer heilsam, so durch den Wald zu streifen, durch die Wiese und zu sammeln, einfach achtsam zu sammeln. Und ich denke, wenn man auch mit der Intention rangeht, was Gutes, Gesundes für sich zu sammeln, dann macht man das auch. Ja, ich hatte da auch noch nie Ängste oder irgendwelche Gründe, die mich daran gehindert haben, Wildpflanzen zu essen. Man muss ja auch bedenken, dass es immer wieder mal regnet. Das heißt, selbst wenn jetzt dein Hund irgendwo drauf gepinkelt hat, spätestens beim nächsten Regen oder auch der Morgentau. Man merkt ja, wenn man in der Früh durch den Wald oder durch die Wiese läuft, ist ja auch alles nass. Das heißt, auch dadurch reinigt sich jede Nacht die Kräuter wieder. Also es muss schon ziemliches Glück sein, dass du genau das Blatt erwischt, was gerade, oder Pech sein, dass man genau das Blatt erwischt, was gerade angepinkelt worden ist an diesem Tag, weil sonst spätestens am nächsten Tag ist es ja durch den Morgentau auch schon wieder sehr stark gereinigt. Und wenn man dann einen Meter hineingeht vielleicht oder achtsam pflückt, so wie du es gesagt hast, ich pflücke ja auch nicht einfach mit der Sichel und fahre jetzt unten durch und nehme einfach alles, sondern ich pflücke die Blätter auch, die mir intuitiv gefallen. Also wenn ich jetzt eine größere Menge Löwenzahn sehe, pflücke ich da meistens nur 10, 15 Blätter oder was, die mir einfach ins Auge springen und dann gehe ich weiter, obwohl ich natürlich an dieser Stelle alles pflücken könnte. Aber ich weiß einfach oft, wenn ich den Weg weitergekommen, wieder was. Und dort kommen mir wieder genau die Löwenzahnblätter, die Spitzwegerichblätter, die Schafgarbe, die mich anlächelt, die einfach gut für mich gerade ausschaut. Und die pflücke ich und das war immer richtig. Ja, es ist einfach so ein intuitives Sammeln, gar nicht mit dem Kopf, genau. Jetzt muss ich das und dies und hier so weg, so viel, sondern einfach mit der Natur einfach da langlaufen und so intuitives Sammeln. So. Man braucht ja eigentlich auch für den täglichen Bedarf nicht so viel. Ne? Ja, ähnlich. Man wird ja auch merken, wenn man dann zu Hause kommt, also wenn man es entsaftet, okay, dann braucht man ein bisschen eine größere Menge, aber man merkt, wenn man für den Salat, und ich esse schon sehr viele Kräuter im Salat, also mein Salat besteht ja aus 70-75% nur Wildkräutern, aber selbst da, ein kleines Körbchen reicht vollkommen aus. Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Es ist auch wichtig natürlich immer, das sagst du auch, dass man nur das sammelt, was man wirklich erkennt, ne? Dass es keine Verwechslungsgefahr gibt. Und wenn man das weiß, wenn man eine Handvoll Wildkräuter reichen schon, um seinen Speiseplan sehr, sehr aufzuwerten. Ne? Und, viele haben mich auch immer gefragt, warum machst du kein Video über die giftigen Pflanzen? Und da sage ich einfach, wenn du nur das pflückst, was du zu 100% erkennst, dann brauchst du dir keine Sorgen um die giftigen Pflanzen machen. Mhm. Und somit gibst du wieder deinen Fokus etwas Positivem hin und nicht auf das Negative und gehst dann durch die Wiese, da gehe ich gar nicht mehr hin. Sondern du siehst nur die leckeren, guten Pflanzen und alles andere erfreust du dich einfach, dass sie schön sind oder was auch immer. Ja. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass ja die Wildkräuter, wenn man sie nicht wäscht und wenn man auch diese Wirkung aufnimmt, dann zusätzlich noch die Möglichkeit haben, wenn Giftstoffe von oben jetzt kommen, durch Chemtrails oder was auch immer, diese auch gleich wieder auszuleiten. Weil ja gerade Wildkräuter die Möglichkeit haben, Schwermetalle auszuleiten, Pestizide auszuleiten und Co. Gerade Gundermann, ne? Gundermann soll ja Gundermann, da Zinnkraut zum Beispiel auch sehr, sehr stark. Bezwegerich, allein die Brennnessel, was die für eine Heilkraft hat. Ich meine so, ja sogar, ich kann das jetzt nicht mehr so inhaltlich in der Tiefe wiedergeben, dass die Wildpflanzen, das habe ich mal gelesen, wirklich einen Mechanismus haben, diese Schadstoffe umzuwandeln. Ja, sich selber auch zu reinigen. Mhm. Genau, also keine Angst vor Wildpflanzen. Ja, ich danke dir, lieber Elias, dass du uns mal deine Sicht der Dinge dargelegt hast. Ich handhabe das auch so, obwohl ich auch manchmal Tipps gebe, wer da ganz unsicher ist, geht auch mal ein Natronbad oder dann wäscht man es erstmal ab. Aber ich hoffe, dass wir mit diesem Video einfach ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen konnten, wie wichtig einfach die Wildpflanzen ungewaschen sind. Ja? Bitte keine Angst, liebe Zuschauer. Hinterlasst mir uns gerne eure Meinung, Gedanken dazu. Wie handhabt ihr das mit den Wildpflanzen? Sammelt ihr sie so in der Natur, esst sie gleich oder nehmt ihr sie mit nach Hause und wascht sie auf alle Fälle ab? Wie handhabt ihr das? Wir sind auf alle Fälle gespannt auf eure Gedanken und Meinungen zu dieser Thematik. Vom Elias werde ich alles unten verlinken, Telegram, Instagram, Webseite, und am Anfang hatte ich ja schon den YouTube-Kanal verlinkt. Genau, schaut unbedingt beim Elias vorbei. Auf alle Fälle immer interessante Themen und auf alle Fälle Mehrwert für die ganzheitliche Gesundheit. Lieber Elias, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gespräch.
Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.